Hallo, herzlich willkommen, liebe Map-Freunde von Path of Exile. Ja, da sind wir wieder und diesmal machen wir mal eine Map, die wir noch nicht hatten. Nein, falsch, die du noch nicht hattest. Ich habe sie schon. Die ich noch nicht hatte. Ja, die ich noch nicht hatte, aber die du noch nicht in Videoformat gezeigt hast. Ja, das also ist wohl so. Also genau genommen doch irgendwie eine andere Map. Ja, gut, eine andere als vorher auf jeden Fall. Also wir haben sie noch nicht gemacht. Weder im Video noch sonst irgendwie. Also auf geht's. Also machen wir es jetzt. Ja. Eine Trugbild, eine Map, Tier 4 oder Stufe 4, wie heißt das jetzt? Tier 4. Den mag ich nicht, hier gehe ich wieder raus. Du weißt warum? Ich weiß sehr genau warum. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, wie oft sind wir hier gestorben. Oh, erinnere mich nicht daran, erinnere mich nicht daran, echt nicht. Hölle auf Erden, ne? Also so neuere Spieler, die werden das ja nicht mehr kennen, ne? Die werden sich ja denken, was haben die beiden? So die werden ja nicht mehr das kennen, dass man diese Karte in 3 Schwierigkeitsgraden durchspielen musste. Und dass der letzte Schwierigkeitsgrad, Merciless, absolut tödlich war. Oh ja, das war kein Spaß. Aber wie hieß sie noch, bei der wir verreckt sind zum Ende immer wieder? Ich habe ihren Namen schon verdrängt. ja, ich muss überlegen, ich komme da leider noch wieder drauf. Ja, das war nicht. Das war echt nicht schön, reingehen und sterben, ne? Ja. Also ein Bruchteil von, ich sag jetzt mal 1,5 Sekunden Überlebenschance. Ja. Das war echt hart für uns. Ja, das war böse. Und wir haben alles probiert. Wobei, damals war mein Held auch noch völlig anders geskillt, muss man auch mal dazu sagen. Ja, meiner ein bisschen anders auch noch. Also das ist ja jetzt quasi durch das, also sag mal, mit der Version 3.0 gab es ja ein komplett Reset. Ja. Also von daher. Was haben eigentlich die Monster-Level hier? Monsterstufe 71, okay, also theoretisch. Wir hätten eine leichte Chance. Naja, die Monster, die einfachen, gehen eigentlich auch noch. Das Thema ist dann eher, wenn du wieder irgendwelche Sondersachen um die Ohren gefeuert kriegst. Das ist dann zumeist nicht mehr witzig. So. Mann, jetzt denke ich immer drüber nach, wie sie heißt. Ist das gehässig. Auf jeden Fall habe ich sie gehasst. Ja. Piety! Piety, mein Lieblingslooter. Ja, genau. Am Anfang war sie echt noch nett, so die ersten Runden. Aber dann irgendwie, das ist der Pestritzer, der Verdammte. Oh nein. Also da könnte man ja auch irgendwie so ein... ich drücke mal auf die falsche Taste. Da könnte man auch nochmal so ein... da könnte man fast ein Spiel draus machen. Ne? Diesen blödesten Abend findet irgendwie. Oh ja, ey. Oh ja. Pestritzer, der Vernarbte. Das ist so echt so eine Google-Übersetzung, ne? Ja. So hätten wir beide das wahrscheinlich auch übersetzt. Da haben sich einfach so ein paar Australier hingesetzt und haben sich gesagt, naja, machen wir mal, ne? Ja. Wenn wir schon keine Karten mehr drehen, dann wenigstens sowas. Ja. Autsch. Wir können Deutsch. Also Pestritzer, der Vernarbte. Wer hat mir denn das da eben... Das sagen die in Deutschland immer so. Die sagen auch statt Scary Movie ängstlicher Film. Ja. Wahrscheinlich, das wäre eigentlich so eine perfekte Übersetzung. Aber man muss sagen, das ist nicht schon gut gelungen eigentlich, so im Großen und Ganzen. Ja, doch. Man hat ja immer viel, viel, viel Schlimmeres eigentlich erwartet, befürchtet. Ja. Ich meine, wenn ich ehrlich bin, habe ich lange drauf gewartet. Ne? Also das muss ich dazu sagen. Leitfähigkeit. Okay. Aha. Also man hat ja irgendwie schon ganz lange... Ich habe auch die Gerüchte auch irgendwie immer nicht so ganz... Also die ersten Male war man ja ganz heiß, wenn das dann hieß, kommt jetzt, ne? Ja, ja. Dann hat man sie ja... Irgendwann hat man sie ja gar nicht mehr geglaubt. Nee, das stimmt allerdings. Frostbiester. So, hier könnt ihr euch mal ein bisschen mit dem da auseinandersetzen.
Das Miese in den Maps ist überhaupt, dass man nie weiß, ob plötzlich der Endboss plötzlich vor einem steht. Oder ob das einfach nur stinke, einfache, blöde Gegner sind. Ja, und, oder was weiß ich, weil man in so eine Arena muss, ne? Dass man sich schon mal mental drauf vorbereiten kann. Ja. Es gibt ja welche, da musst du da nicht rein, da steht er damit einmal. Schattensee, das ist ja noch ein netter Name. Abscheuliche Berührung hatte der. Da kenne ich aber noch ein paar mehr. Da ist er aus seinem Kokon gekrochen. Na, sowas aber auch. Dumm-di-dumm-di-dumm. Hallöchen. Nee, das war ich. Ach, du machst du jetzt auch schon grüne Kreise? Ja, wenn ich ich krieg dann mehr, warte mal, wie war das? Sekunde. Zeichen des Assassinen, also das ist ein Fluch, ne? Okay. Wirf 4 Fallen beim Auslösen dieser Fertigkeit, Fallen werden zufällig, bla bla bla. Was macht er denn hier? Wird anfälliger gegen kritische Treffer. Okay. Ups, was war das? Das ist, wenn da, ist das so ein Heini gestorben, ich weiß nicht, wie das heißt. Ja. Und wenn der stirbt, dann kommt da so eine wabernde Lavawolke. Mhm. Und die zerplatzt dann, wenn sie dich trifft. Ich mag wabernde Lavawolken nicht, habe ich das schon mal erwähnt. Falls nicht, erwähne ich es jetzt nochmal. Scheißdreck. Ja, liegen nur noch die Knochen von dir da. Ja, super. Was deine sind, heißt das. Danke, dass du mir das nochmal erzählst, dass ich gleich über meine eigenen Knochen laufen darf. Ich weiß gar nicht, scroll mal hier ein bisschen ran. Das sind die Gebeine von Alt-Ernie. Mhm. Danke, dass du sie deinen Zuschauern das zeigst. Sogar deine Waffe ist da irgendwie. Hast du so eine komische... Nein, das muss was anderes gewesen sein. Ich denke auch. Meine Gebeine werden da nicht liegen, weil die sich wieder aufgelöst haben. Läufst du da lang? Läufst du da richtig? Ich warte jetzt hier einfach. Das ist der einzige Weg, den ich laufen kann. Also von der Warte her gesehen... Ich warte hier auf Alt-Ernie. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Ja, da sind wir wieder bei dem Grafikkarten-Update. Ich habe ein Grafikkarten-Update gemacht, ja. Kürzlich, mal wieder, für Destiny 2. Testweise, damit nichts schief gehen kann, habe ich nochmal ein Update gemacht. Und das gibt aber immer ein bisschen leichte Schwierigkeiten, habe ich dann bei Path of Exile den Anklang. Ich muss dann manchmal dann doch die Config löschen. Okay. Ich weiß nicht warum, damit er eben nicht mit den alten Grafikkarteneinstellungen weiterspielt, sondern die neuen dann nimmt. Das ist merkwürdig, weil ich habe gestern erst Grafikkarten-Update draufgespielt. Nvidia hat ja wieder Neues rausgebracht und das Problem habe ich nicht. Also bei meinem System ist ja einiges merkwürdig. So. Da ist er ja. So, haben wir die Zeit gut rumgekriegt. Ja. Während du über komische Grafikkarten-Updates gesprochen hast. Aber auch Ende, dass du jetzt laufen musstest. Ja, ein bisschen. Wilder Schlag. Oh. Nimmt aber auch kein Ende, dieses Ding hier. Nee. Eigentlich will man den Endboss ja gar nicht treffen, ne? Aber irgendwie will man das doch irgendwie da. Ja, weil es muss ja auch einen Sinn haben, ne? Ja. Mann, so. Ist so ein notwendiges Übel irgendwie. Ja. Mir wird das auch reichen, so die so abzuklappern, die Maps, und dann einfach rechtzeitig wieder zu verschwinden. Sphäre der Läuterung. Ja, was für eine Bezeichnung. Wen oder was läuterst du damit? Wen? Schriftrolle der Weisheit. Was ist das eigentlich? Hä? Achso. Wer ist das, der scharlachrote Pirat? Ich hab keine Ahnung.
Wie der scharlachrote Buchstabe hieß der Film, ne? Aber es gab doch auch mal einen scharlachroten Piraten. Gab's auch, ne? Ja, doch. Ich bin da der festen Überzeugung. Oh Mann, das ist ja auch ein Tunnelsystem hier. Da könnte man ja schon echt wieder Schlimmes ahnen. Ich hasse dieses. Ja. Ah. Oh, guck mal hier. So, soll ich das Ding gleich mal aufmachen? Also wir machen erstmal hier so ein bisschen. So. Socks weg, was hier noch möglicherweise. Ja. So, da hinten ist Wagner, den machen wir aber danach, glaube ich. So, dann stelle ich mal mein Dings auf. Willst du Fallen aufbauen? Ja. Hast du? Noch nicht ganz, aber egal. Alter, was ist mir da denn gerade eben passiert? Da war irgendwie ganz schmerzhaft. Der Typ ist ja nicht ohne. Holla die Waldfee. Ich weiß gar nicht, ich habe den gar nicht mehr gesehen. Ich habe nur noch mal reingehalten. Plattenschrott, auf sowas fahre ich ja ab, ne? Schleifsteine. So, eine nutze ich. Eine, du kannst auch zwei haben, wenn du willst. Ich bin immer nicht so ganz mit den. Also schön, dass du auch. Also du nimmst ja immer diese Prophezeiung. Ja. Also mir geht das immer so, ich nehme immer die Prophezeiung, eigentlich in der Hoffnung, dass ich ein so ein richtig cooles Ding finde, das, mit dem ich richtig cooles Ding bauen kann. Ja, aber man findet irgendwie nur Scheiße. Ja, meistens hast du nur diese Dinge. Also am schlimmsten ist, wenn du dann plötzlich am besten in so eine Karte aus dem dritten Akt oder so zurück musst, um die Prophezeiung sinnvoll zu erfüllen. Sehr sinnvoll. So, ich meine, da sind auch ein paar coole Dinger dabei, aber eigentlich will man ja nur die richtig coolen haben, ne? Und es gibt schon ja echt ein paar geile, ne? Also das kann man ja auch mal so sagen. Also ich habe ja mal so ein Ding gefunden, echt, wo man hier, was weiß ich, eine fünffach verlinktes Item bauen konnte. Ja, konnte man dann auch auf irgendeine. So, das war ja glücklicherweise in der Beta, das haben sie mir ja auch weggelöscht, deswegen haben sie mir sie auch gegeben. Damit das auch ordentlich wehtut. So. So, was will Herr Wagan denn von uns? So, betretet Wagans Arena. Also wir müssen da runter. Okay, dann machen wir das mal. Ich glaube, da müssen wir da unten auch erst anquatschen. Vorher geht dann der Kampf. Ich glaube auch. So, der will uns bestimmt den Popo verhauen. Also mache ich mal hier das Decoy Totem. So, here's how this works. Willst du fallen irgendwie? Ja, könnte ich eigentlich machen. Macht Sinn. So. So, und dann werde ich ihn doch jetzt mal. Ja, gut. Dann. Alter, ich war sofort tot. Echt? Ja, der hat ja auch schon mal richtig den Arsch verranzt. Hast du ihn kaputt? Spiel mal das Lied vom Tod. Na, wir haben den ein bisschen über halb runter. So, zum Kontrollpunkt. Zum Glück ist das hier direkt hier draußen. Oh ja, das ist sehr gut. So, jetzt muss ich ja meine Dings mal wieder anschmeißen. Das war echt ärgerlich. Ich weiß gar nicht, kann man das nochmal versuchen mit dem? Ja, ne? Ich glaube ja, warte mal, eben eins fehlt mir noch. So, jetzt bin ich soweit. So, hier mein Dings. Wir können ja mal runtergehen. Oder wir haben sie nicht geschafft, ne? Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube, du kannst das fortführen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, mit dem Kampf beginnen. Aber der hat wieder volle Leben, ne? Ja, natürlich. Mach mal Kampfbeginn. Hä? Ach so. Alter, das war Millimeterarbeit. Ich konnte gerade noch. Tot. Alter, was macht denn der? Ja, alle Punkte verloren, ne? Wirklich alle. Alter, was für ein Sack, ey. Alter, was macht der Penner? So. Juhu.
Na toll. Alle meine Punkte sind weg wegen dem Pisser. Darf ich dem nochmal in die Weichteile treten? Ja, das du. Mach mal. Guck weg. Guck weg. Na toll. Aber was hat der? Der hat aber auch fies rausgerotzt, ne? Ja, der hat mich auch schon. Ich weiß gar nicht, ob der das war. Der hat mir auch schon mal. In irgendeiner Map hat er mir mal gehörig in die Suppe gespuckt. Ja. Mit meinem Duellisten ist das damals gewesen. Das war doch in der Tier 1 oder Tier 2 Map irgendwie. Mit dem grase ich ja immer nachträglich die ein oder andere Map nochmal ab, die wir zusammen gemacht haben. Ja, ja. Und da war der da auch und habe ich gedacht, oh. So langweilig. Ja, ja, Pustekuchen. Da hat der mich aber verratzt da. Und der Map, die Gegner, die waren alle total easy. Ja, also bisher aufregend war das bisher alles nicht so, ne? Also was hier auf dem Map rumlief. Bis auf die Endbusse, ne? Nachher so, ja. Ja, ja. Aber wir sind auch gut, ne? Also ich glaube, wir hätten mit der alten Skillung hätten wir auch viel mehr auf. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, ehrlich gesagt. Obwohl so richtig doll aufsteigen tun wir auch nicht, ne? Nee, also, das ist das Problem. Obwohl ich hier immer noch zwei Skillpunkte. Aber ich habe echt zu viele. Zu viele andere Projekte gerade, als dass ich noch groß was nebenbei zocken könnte, weißt du? Das ist echt das Problem. Und das sind alles Sachen, die auch höllischen Spaß machen, ne? Das ist ja das Problem. Das ist immer so wenig Zeit. Sonst beschwert man sich, dass man echt nicht so die Spiele hat, wo man Bock drauf hat. Ja, aber so phasenweise, ne? Und ich sag mal, also gerade so ein Let's Play so und dann, wenn man da auch was macht, was vielleicht nicht so als Let's Play geeignet ist, das kostet halt Zeit. Ne? Ja, das ja. Ist ja auch ein Hobby irgendwo. Ja, absolut. Absolut. Ich habe heute irgendwie wieder 6 Folgen Schatten des Krieges aufgenommen. Ne? Aber so mit Schneiden und Rendern und hast du nicht gesehen? Weißt ja selbst. Das unterschätzt man immer, ne? Ja, ja, das unterschätzt man immer. Das ist einfach so. Naja, wir haben hier Zeit. Also die Maps laufen ja auch nicht weg. Nö, das nicht. Weise. Da geht's wohl rein, was? Ja. Ich bin drin. Du bist schon drin. Du aber ja auch. Die Truhe ist das. Oh, nee. Hat die dumme Nuss mich verlangsamt oder was war das? Oder was ist das hier? Die macht hier Bleeding, ne? Ich habe schon mal erwähnt, dass ich das nicht leiden kann. Aber sie ist weg. So, das war gut. Also ich muss sagen, dieses Dekoi-Totem ist schon eine geile Sache, ja. Den Arsch. Ja. Und ich wundere mich immer wieder, also dass teilweise echt Endbosse da drauf abfahren. Ne? Ja, ja, ja. Ist mir immer wieder ein Rätsel. Ja, aber mein Gott. Ich habe irgendwann gedacht, irgendwann so vom Level oder von der Stufe des Gegners oder so, irgendwann ist das vorbei. Aber das reißt schon, das ihre hässliche Kröte. It was there. In the void. Ja, hast du denn die Meldung bekommen, dass du es geschafft hast? Ja! Sehr schön! Leute, geschafft! Ja, ja! Ja, 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 geschafft! Guck mal, Stufe 85% habe ich jetzt, also... Lass mich mal gucken, 9%. Lass mich mal gucken. 2%. Hast du noch mal was? Was? Nee, 2% habe ich jetzt. Ach, hast du jetzt? Ja, 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 ja. Ich weiß natürlich nicht, wie du vorher da hast. Das waren bestimmt 15. Oh, ja, da hast du Verlust. Ich habe jetzt 85 Jahre gehabt. Ich meine auch die Ecke 72, 73, 74 oder so in der letzten Map. Welches Level hast du jetzt? Welches Level hast du jetzt? 76, 76. Ja gut, wenn wir so weitermachen, schaffst du mich zu überholen. Ich bin jetzt 77. Potential. Also zumindest einzuholen. So. Ja, 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 ja. Ja gut, dann. Also in diesem Sinne. Würde ich sagen, genau. Euch noch, was machen wir da eigentlich? Wir reden übereinander. Also, danke und tschüss. Ganz genau. Danke und tschüss. Bis denn dann. Spider's web, holding the crucible of life itself, mine to bend, break, and reshape. My crowning achievement, my Atlas of Worlds.